Fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Bayonetta 3. Ja, beim letzten Mal haben wir eine fette Keule bekommen, beziehungsweise es war eigentlich ein Part davor. Was haben wir im letzten Part gemacht? Ah ja, einen neuen Gefährten und irgendein komisches Ding verprügelt, was... ja... Bayonetta sich zu eigen machen wollte. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht dann im Kapitel 3, genau. Ich weiß nicht, ich habe ein Talent dafür, irgendwie immer alles zu überspringen. Ich mache immer Kampf 1, 2, dann auf einmal 4, 5, 7, 20 und so weiter. Ein fetter Fang. Ja. Fangen wir mal an mit dem fetten Fang. Ach ja, ich habe ja meine Drachenform. Keine Flügel. Aber dafür habe ich mein fettes Gewehr. Oh ja, meine Keule. Der. Finde ich echt geil. So, wir waren letztens in Shibuya, Tokio. Jetzt... Ah, nein, 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 nein. Ich habe euch nicht übersehen. Gebt mir meine Yin und Yang-Punkte. Hallo. Frechheit. Sind da unten noch welche? Ha. Interessant. Ich weiß nicht, was das war, was ich gerade eingesammelt habe. Bin ich ganz ehrlich. Oh, meine Yin und Yang-Punkte, ja. Und das ist... Okay, so kann ich dem keinen Schaden zufügen. Quatsch. Ah, cool, man kann die einfach zerstören. Das ist... Hat der Auto auf Anvisierung oder was? Hm. Okay. Die Keule ist wohl zu langsam. Wow, ja. Springen ist nicht in den Tod, wie geil. Nö. Finde ich jetzt nicht so. Ah ja. Mach das gleich nochmal. So. Gefährliche Sache. Ganz kritisch. Wow. Okay, machen wir keine risky Action. Ah, in Taito bin ich jetzt. Der Stadtteil Taito sagt mir nichts. Shibuya, ja. Akihabara, ja. Aber Taito, nein. Aber so wie es aussieht, kommt hier ein Boss. Boah,
der hat auch eine Keule. Der Fraktus. Eine schwere humanoide Kampfeinheit. Der Zwinkerschlag ermöglicht Beschwörung eines Höllendämons, wenn Bayonetta bei ihrem Finalschlag leuchtet, der noch einmal mit verheerendem Schlag nachlegt. Okay. Eine Beschwörung auskontert der Höllendämon. Das ist cool. Zack. Einer der kleinen Munkli ist down. Krieg ich die noch? Leider nein. Das ist schon der Kampf Nummer 3. Wo sind Kampf 1 und 2? Und das meine ich halt am Anfang, dass ich Sachen übersprungen habe. Ja, super. Ja, ja. Dann überspringe ich halt ein paar Kämpfe. Dieser Wal, der alles zerstört. Ich frage mich, wie es bei diesen apokalyptischen Spielen eigentlich mal in den anderen Ländern aussieht. Zum Beispiel, wie geht es gerade Deutschland so, wenn hier in Tokio die Welt untergeht? Seit wann greifen die denn an, die Dinger? Da hinten leuchtet ein Punkt, das heißt, da kann ich wahrscheinlich auch wieder einen Kampf aktivieren. Oder? Mal betreten wir mal. Ach, oder ist das... der Laden. Heikles Terrain. Natürlich kommen hier wieder Homunkuli. Weil das gibt ja nur das als heikles Terrain, wenn Gegner da sind. Sonderregeln, heikles Terrain. Habe ich es jetzt geschafft oder was? Irgendwie wahrscheinlich. Verstehe ich jetzt nicht ganz, was da gerade abgegangen ist. Tja. Nein. So.
Und ab in die Oberwelt. So. 2, 3. So, euch wollte ich noch mitnehmen. Ying und Yang Pünktchen. Oh ja. Und begegnen wir dem alten Freund oder? Nein, natürlich nicht. Sind da gerade Menschen rausgetröpfelt? So. Zack, zack. So. Der macht hier einfach einen Beamer. Jetzt geht's erstmal voll auf die 12. Ach, der hat einfach meinen... Der hat einfach meinen Gushila getötet. Dafür muss ich Morgana gleich rechnen. Die Lilith. Zack. Oh moi, was war das, sie? Ich glaube, es scheppert bei dir nicht mehr ganz im Kopf, oder was? Erstmal jetzt fett in die Kniekehlen rein. Ich helfe ihm mal auf die Sprünge, dass sein Kopf mal wieder vernünftig funktioniert. So. Da, oder? Ah. Ah, der hat auf einmal 4 Arme. Auf einmal ist er Makomai oder was? Kann auch verschiedene Kombos. Und das war's. So, Schaden minus U, minus 725. Das war hart. Aber Kampf 1 und 2 habe ich nicht. Dann habe ich wiederum alle. Hm. Conjetsus, Alter. Conjetsus, Christus, Conjetsus. Oh nein, jetzt bin ich kleine Bayonetta. Man hat mir die Zeit geraubt. Jetzt hat es funktioniert. Ah.
Gegnerfähigkeiten nutzen, Effekt den besiegten Homunculus zu neuem Leben und der Verlauf der Zeit in diesem Gebiet zu beeinflussen. Okay. Also wenn, macht man ja immer die Zeit umkehren. Mann. Das schaue ich doch nicht bis dahin. Warum bin ich ja wieder ein kleines Kind? So. Mal gucken. Ah! Okay, das geht noch einmal. Egal. Woher brauche ich das Teil? Die Frage ist, warum bin ich ja wieder ein kleines Kind? Das nervt gerade. Und was passiert, wenn ich Zeitvorlauf mache? Ja, gibt's nicht. Ich kann nur die Zeitumkehrung machen. Ich bin schlechter dann. So. Okay, hier drauf. So rum schaffe ich es auch nicht. Egal. Dann geht's weiter, bevor ich zu viel Zeit damit verschwende. Dann gehen wir mal in den Shop kurz. Eine Mondperle erhöht bei Einsatz der Gizirka-Technik im Unterbindung der maximalen Zauberkraft. Sind das nur einmal Sachen? Ja, anscheinend. Der Blutrot Mega. Mega Rosenlutscher. Nee, warte mal. Okay. Dann hebe ich mir mal auf so einen Endboss oder so. So einen, diesen Lutscher. Entweder für einen Boss oder für einen Endboss. Ergibt Sinn. Für einen Endboss, für den Endboss. Entweder für einen Boss oder für einen Endboss. So rum. Ach ja.
あるのはあんたたちの親玉の方よ。だから邪魔しないでちょうだい。 Machen. Jetzt erinnert mich an Lilith auch Diablo. Tatsächlich. Also aus Diablo 3, wo sie so ein Spinnendämon war. Jetzt spiele ich alternativ alternativ Bayonetta oder was? Ah ja. Woran hält sie sich fest? What the fuck? Es war einfach in der Luft oder was? Was ein Hexenwerk. Das Normalste, was mit der Welt, was man tun kann, ist ausweichen. Nein, 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 nein. Boah. So. Ich hasse diese Level. Passagen, da werde ich immer vollkommen verwirrt. Ja. So. Zack. Jetzt verfolge ich diesen Megalodon oder diesen Fisch. Um was genau zu tun? Statt dass sie sich direkt an ihn dran heftet. So. Aber ich mag ihre Waffe, die sie hat. Erstmal die Drachen hier oben beseitigen.
So. Den Halb eliminieren. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Ach, das war die Schutzschicht von diesem Megalodon. Jetzt kann man den auch so angreifen. Sehr schön. Hat keinen Schutzschild mehr. Oh ja, geil. Ich liebe es. Ah, schön. Kann man das irgendwie überspringen? Ja, okay, gut, über das Startmenü. Egal, es sind ja nur diese 2 Sekunden. So. Ah, fuck, falsche Kontrolle und dann dementsprechend schlechte Leistung. Iridis Schenk. Iridis kennt Kern, Alter. Oh yeah. Wir haben Bayonett kämpft, treten ihre Seelen und die Dämonen in Resonanz und erzeugen eine besondere Energie. Okay. Ah, ich wollte doch weiter. So. Zack, zack. So, zack, zack. Okay, die Pistolen haben keine Wirkung. Sehr gut zu wissen schon mal. Warum ist er so mutig? Ich verstehe aber tatsächlich noch nicht die Mission von dahinter. Also warum die die Multiversen kaputt machen wollen, das habe ich nicht ganz verstanden noch nicht, aber wird sie wahrscheinlich noch hoffentlich regeln. Oh, das hat was mit dem Ende des zweiten Teils zu tun. Den muss ich dann nochmal spielen.
Greif doch nicht immer die Brust an. So. Der mag es wohl nicht, wenn ich mal gerade in der im Hexentanz bin. Oh, okay. Sehr schön, der klatscht mich in der Luft. Oh, yeah. Fast geschafft. Oder ist das 1, 2, 3, 4? Also, dass er 3 plus den vierten hat. Ah, der hat 3 plus den vierten. So. Zack. Das war wieder eine gute Kombo. Ein Hexenwerk vollbracht. So, jetzt wird's ernst. Warum hat er bei der alternativen Bayonetta eigentlich ein anderes Moveset als bei der aktuellen Bayonetta? Und tschüss. Oh ja. Sehr schön. Da ist jemand ein schlechter Verlierer. Neue Waffe. Oh yeah.
Das ist ja Gottfried persönlich. Erz-Iridis-Rende. Gottfried höchstpersönlich. Die Mega Climax ist da. Oh ja. Sünden Gomorra. 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 Hey, der hat vier Augen. Oh nein, jetzt ist Mortal Kombat. Aber gut, bevor es noch ein bisschen weitergeht, bevor es noch länger geht, der Part, bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen und würde sagen nur, tschüss, hören Sie rein, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tüdelü.